Crushed Redstone Ore. Cinnabar. Cinnabar? Cinnabar. Redstone Ore? Cinnabar? Haben wir schon Greg Tech Redstone? Ich glaube. Sehr schön, dass du es glaubst. Und wenn du es glaubst, wo hast du die dann hin? Hinten in der Kiste, wo die ganzen Greg Tech Erze drin sind. Crushed Red Garnet haben wir. Da sind andere komische Sachen drin. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Das ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Da ist auch nichts drin. So eine Kiste gibt's nicht. Hast du das vielleicht schon alles ins Lager geräumt? Ja. Da sehe ich aber keinen Redstone von Han oder Frau Greg Tech. Sind aber. Sind aber Dust. Oh, 10 Redstone. 51.000 EU. Ist klar, das kann ich, glaube ich, sowas von verlöten, dass das der Steam-Ding da hinten schafft. Hier können wir nachher. Sulfur. Das kann ich vergessen. Ja, das ist eine Mercury Cell, das hergibt, ist auch mir klar. Cinnabadust. Ich muss doch irgendwie an dieses blöde Cinnabadust rankommen. Wie komme ich denn da dran? Mit Redstone Ore und Gold Ore? So 5% mit Gold Ore im Pulverizer. Wie viel Gold Ore haben wir denn? 76. Das heißt, ich hätte. Wobei, normalerweise stimmt's ja nicht, aber man kann es ja mal testen. 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. Das heißt, ich habe jetzt 20 Stück drin und müsste eigentlich theoretisch eine hundertprozentige Chance haben, dass ich eins rausbekomme. So. Erste Etage ist fertig. Ich bin gerade mit meinen Mathekünsten am spekulieren. Normalerweise hätte man eine hundertprozentige Chance fast, dass man nichts bekommt. Wenn das eigentlich jedes Mal macht. Das heißt, man müsste eigentlich hingehen und hoffen, dass Willst du jetzt haben? Cinnabar. Dann noch nichts von da gehabt? Nein. Da will von uns noch keiner hin. Immer noch nicht. Wir haben ein Cinnabar. Hihi. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Nein, ich habe noch keine graue Haare und ich rauche auch keine Zigarren. Wer weiß. Dann bist du Murdoch. Ja, wie sagst du denn jetzt? So sieht das doch schon mal annehmbar aus. Ja. Jo.
Kann schon wieder man nicht. Man kann es in die Luft jagen. Ja. Das nächste Haus baust du. So, im Macerator, im Pulverizer. Jetzt mal sagen, doch. Auf jeden Fall besser als die Sache, die ich vorher hatte. So, ich gehe jetzt einfach hin. Ich habe jetzt keinen Bock, das Macerator durchjagen zu lassen. Ich schätze mal, ich schreibe mindestens schon jetzt 5. Ich soll es nicht machen. Nein, tu. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, was er da unten. Das Schöne ist, ich brauche davon 2. Und was ich noch gar nicht geguckt habe, weil ich vor lauter Freude. Was braucht eigentlich die Zentrifuge dafür? Naja, 4640 EU, das ist in Ordnung. Wir brauchen gleich was, wo wir was rauspumpen können aus einer Maschine. Hä? Und zwar Flüssigkeit. Crucible. Und zwar aus einer Crack-Tech-Maschine. Ja, aber... Falls ihr ihn gerade abgehackt hört, ist normal. Hört mich abgehackt? Ja. Warum? Du sagst immer nur die halben Wörter bei mir. Oh mein Gott. Leid. Ist dunkel. Wir gehen wieder rein. Schlafsäcke sind da so super. Ja, ich habe auch einen. Du siehst, ich habe mich hier mal direkt mitten in den Weg geschmissen. Schön auf mir rumhüpft. Danke. Da war keiner. Kann jeder bezeugen. Wie lange brauchst du hier denn noch? Das weiß ich nicht, aber wir haben jetzt gleich hundertprozentig ein Problem oder auch keins. Weil wie du siehst, siehst du nichts. Sehr schön. Wir haben jetzt Mercury in dem Ding. Das heißt 1000 Stück. Das heißt, wir bräuchten jetzt einen Tank. Haben wir noch einen Tank rumfliegen? Tank ist da oben, aber der ist... Da ist auch noch was drin. Bauen. So, das heißt, ich brauche 4 Glas und ein Kupfer. Das werde ich jetzt zusammenkriegen. Außer natürlich, es war jemand da, der wo mir das gesamte Glas geklaut hat. Geh mal eben. Ja, darum habe ich dir auch gesagt, das Glas hochgebracht. Ja, mir ist wurscht. Und nicht alles. Damit ich auch weiter bauen kann. Aber nö. Portable Tank. Wo möchte ich den hinhaben? Versuchen wir mal erstmal auf. Wobei, halt. Ich brauche jetzt Fluid Ducts. Und zwar die Ausführungen, die nicht gleich drauf gehen. Harten Fluid Duct. Jo, das sind die richtigen. Richtig? Dann ein Servo. Hast du ein Servo? Sehr schön. Dann hätte ich mal gesagt, dann stell mal deinen Tank bitte hier vor meine Augen. Auf dem Fußboden. Genau vor die Maschine. Genau. So. Bitte geh. Danke. Hahaha. Das hat geklappt. Du lässt Greg zu. Oh mein Gott. Ja, sowas lässt Greg. Aber das sind nur 975. Was? Will der mich verarschen? Willst du mich verarschen? Warum sind es nur 975? Weiß ich nicht. Boah, siehst du, dass das 975 sind? Wenn ich auf den Tank gucke, steht da 975. Wieso siehst du sowas? Weiler? Ach, du hast deinen Weiler abgedatet? Ich hab meinen Weiler abgedatet. Ich hab dir das doch auch in die Dropbox gepackt. Sau, warum sagst du mir nicht sowas vorher?
Hab ich doch. Ja. Das hast du vielleicht deinen Kuschelbären erzählt, aber nicht mir. Jo. Dem auch. Machen wir jetzt? Machen wir noch mehr? Wir brauchen Sinn aber. Und mein gesamtes Gold ist gerade oben durch und ich habe keins mehr bekommen. Ah. Wo kriegen wir denn Cinnabar her? Oben das haben wir. Dann gucken wir doch mal. Ja, nein, nicht in die Konsole gucken, sondern wir wollen... Das ist sowas von gemein. Wir brauchen auch bestimmt für die Batterie 1000, oder? Ja. Da. Ja. Ah, aus Zinner. Nö, bei mir sind 1000 drin. Das wäre richtig. Das wäre genügend. So, Sulfur, du gehst mal raus. Jetzt brauchen wir noch eine Maschine. Und die Maschine müsste eigentlich hier drin liegen. Und zwar die Basic Canning Machine. I hope. Nein, wir brauchen die. Ja, das müsste aber die sein. Bitte sei die richtige. Aber ich vermute, wir brauchen die Fluid Canning Machine. Basic Fluid Canner. Jo. Sehr schön. Das heißt, mit der werden wir nicht weit kommen. Jo. Ausprobieren. Nee, da kommst du nicht weit. Was hast du denn jetzt rein versucht reinzulegen? Die Batteriehülle oder was? Ja. Nee, du brauchst eine Flüssigkeit. Und der hat keinen Tank. Der muss doch da hin. Nee. Da muss jetzt den Dingsmaschine oben drauf, den Dingstank oben drauf stellst und auf Ausfluss stellst. Kann ich machen. Und du siehst, wie du siehst, passiert nichts. Ich kann jetzt auch nochmal schnell schauen. Moment. Vielleicht geht's auch mit den IC2-Zellen. Müssten wir da welche herstellen. Das wäre dann das wenigere Problem. Nee, aber er braucht die Fluid Canning Machine. Mist, ja. Ich habe den Canning Machine gebaut und nicht die Fluid Canning Machine. Das heißt, du machst mir zwei Electric Pumpen und ich mach den Rest. Nach einer kurzen Pause. Nach einer kurzen Pause? Die kurze Pause sind 5 Minuten. Achso. Mhm. Ja, ich kann wieder doch keine Uhr lesen, weißt du. Ja, ich weiß. Uhren sind heutzutage so schwer zu interpretieren. Ja, vor allen Dingen digital, analog, was auch immer man nimmt. Bei einer Sonnenuhr hätte ich es ja noch verstanden, weil jetzt ist dunkel. So, zwei Electric Pisten willst du, ja? Jawohl. Nein, zwei Electric Pumps will ich. Nicht Pisten, Pumps. Ich will das einfachere Zeug von dir. So, einfach, das heißt, ich habe noch jetzt... Elektrik, haben wir noch Elektrikmotoren da oder hast du die alle aufgebraucht? Einen Motor haben wir noch. Schön, dass ich gesagt habe, ich brauche zwei, ne? das heißt, ich brauche jetzt Redstone und... Was weiß André? Redstone und? Um Redstone-Alloy herzustellen, Kupfer, ne? Red-Alloy herzustellen? Ja. Brauchst du Eisen und Redstone. Eisen, okay. Das haben wir alles da. Rennen wir nach oben. Mal die da unten erwähnen. Schonen. Eins. Zwei.
3. 4. So, das kann laufen, wenn ich nicht da bin. Wie gesagt, wir müssen nur aufpassen. A, auf den Strom. B, dass nicht mehr mindestens zwei Maschinen laufen. Ich brauche noch isolierte. Ja, dann brauche ich einen Hammer. Ja, wir haben noch Zinnbarren irgendwo. Ja, natürlich. Hast du noch Kupferkabel übrig? Ja. Brauch ich nochmal Kupfer. 1, 2, 3. Schön, dass wir immer beide an dieselbe Maschine müssen. Red Alloy, brauchst du es? Ich brauche noch Stahl. Kann ich gleich holen. Ich wollte kein Rezept. Wir haben nur noch 18 Stahl. Uah, das wird langsam bremslich. Brenzlich, nicht bremslich. Bremslicht? Bremslicht ist was anderes. Eigentlich keine Rubber Cheats mehr. Ich habe noch 10 einstecken, aber die werde ich alle selber brauchen. Mir reichen die auch nicht. So. Ist das schön, momentan ab, hält. Momentan hält er. Ab in den Leckkeller. Ja, bei mir geht's noch. So, das werden wir jetzt doch wohl schaffen. Ja. War ja wohl Fehl des Jahrhunderts, vielleicht hätte Rapper mitnehmen. Hast du? Ich hol auch nochmal wegen was. Vor allem, seit ich jetzt weiß, dass ich die Steuerung drücken muss, kommt da jetzt auch immer ein Stack raus und nicht nur immer einer. So, lauf. Jetzt auch nie. Ich bräuchte auf jeden Fall bitte noch zwei Stück. Wie schon was, wo wir die Rubber-Dinger einfacher machen konnten? Die Rubber-Dinger einfacher machen? Ja, die Rubber-Sheets. Wo ist denn die Platte hin, die wo hier drin war? Dann nicht rausgenommen, aber. Hab ich die rausgenommen? Bestimmt. Hallo? Hast du vielleicht auf, mir meine ganzen Platten zu klauen? Brauche bloß 4 Stück. Und zack, und zack, zack. Da hast du Motor. Ja, ich habe in der Zeit 2 Circuits gebaut. Ja. Fluid Canning. Nein, Fluid Canner heißt es, glaube ich. So, dann brauche ich nochmal 8 Stahlplatten. Oh. Das heißt, ich brauche noch 2. Noch Stahl. So. Ups. Ja, Rucksack suchen. Wie gesagt, wenn wir jetzt das Zeug nicht hätten, ja. Wären wir noch nicht so weit. So, das war dann mit dem Wrench. Brauchst du Stahlplatten oder was? Ich hab schon. Ich bin so. Schon weiter. Ich brauche jetzt noch 2 Zinnkabel. Also das heißt, ich brauche noch 2 Rubber Sheets.
Bitteschön. Ich versuch gerade rauszufinden, wo du mir die Elektripumpen hingelegt hast. Wo immer. Die, wo du angeblich gemacht hast. Neben die Kabel, neben das Glas, wo du gerade reingepackt hast. Das ist ein Elektrikmotor. Ich sagte nochmal zum Mitschreiben. Ich brauche eine elektrische Pumpe. Ach, okay. Stimmt. Mann. Ich hab's ja eben gesagt, Pause. Nein, wir machen weiter. Ja, und natürlich. Sehen, dass die anderen sagen, jetzt klaut er mir hier alles. Achso, du hast schon das Ding. Ja, dann leg ich's dir wieder rein. Nee, die Leute brauchen noch 20 Minuten Folgen und nicht 5. Ist ja egal. So, jetzt, wenn du gleich die Pumpen fertig hast. Als würden wir 20 Minuten Folgen machen. 2 brauchst du, ne? Ja. Wenn du von mir Hilfe brauchst, sag Bescheid, was ich dir machen soll, dann mache ich dir das. Ein Tinrotor, bitte. Einen Tinrotor, komm her. Das heißt, ich brauche 8 Zinnplatten. Wir haben 6. Gott, ich habe jetzt gerade kein Rezept mehr merken, oder was? Driver, wo ist denn der Wrench? Unten rechts. Nö. Immer im Inventar, unten links. Ja. ein Zinnkabel brauchen wir noch. So, bitteschön, Wrench ist wieder drin. So, das heißt, ich brauche jetzt ich brauche noch 2 Zinnkabel. Du brauchst ja 2 Pumpen, ne? Ja. 2 Zinnschrauben brauchen wir auch noch. Die Zinnschrauben kann ich dir, glaube ich, mitmachen. Warte. Ich glaube, ich brauche nämlich die auch von Rotor. Jawohl, mache ich dir mit. Das heißt, ich brauche jetzt Zinn. Du brauchst 2 für dich, ne? Auch 2 für mich, wenn du 2. Rotor. Meine Güte, ich kann mir gerade kein Rezept merken. Dafür kann ich mir gerade alle merken. Das ist erschreckend. Bronze wollte ich haben. Haben wir Bronzeplatten? Ja, ich brauche nochmal. Mensch und. Mittlerweile hat er auch alle im Gebrauch. Richtige. Pipe, die 2400er. Ja, das ist die richtige. Sehr schön. Er hat es endlich rausgenommen. Jetzt ist die Pfeile weg. Wer hat sie wohl weg? Hurra, hurra. Ich habe sogar 2 im Inventar. Oh Mann. Der blaue Mann ist wieder da. Eindeutig schon zu spät. So, das heißt, ich brauche jetzt die Säge. Das heißt, 2, 4, 6, 8. Dann kommen die dahin. Dann brauche ich die Pfeile 1, 2. Und deine Schrauben hast du auch schon. Jo. Nur noch der Tinrotor. Dann brauche ich, glaube ich, den Hammer. War der im Eck? Ja. 1, 2, das sind 2 Tin-Ringe. Oh, dann haben wir gleich wieder aufräumen. Ich räume mittlerweile auf, er macht Zaustall. Das ist. Ja, inzwischen. Es ist lustig. Früher war es andersrum. Ich brauche noch 2 Motoren. Ah, nee, ich brauche nur die Rotoren, nicht die Motoren. das heißt, Motoren hättest du jetzt auch nicht mehr gekriegt, hättest du nicht. Oben, das da. Das da, glaube ich, Schraube. Schraubendreher. So, irgendwas muss noch in die Mitte. Licht.
Du hast nur eine reingelegt, wie es aussieht, eine Pipe. Gut, dann kannst du jetzt noch eine. Ich habe jetzt mal auf Verdacht rausgenommen. Ja. So. Basic Fluid Kenner haben wir. Ja. Sind jetzt Folge 24. Wir haben 1, 2, 3, 4, 7, 8 Greg Tech Maschinen. Ohne das Bronx Age. Ich hab einen High Pressure Cold Boiler auch noch im Inventar rumliegen. Auch noch. Naja, den haben wir gut. So, wo ist denn der Tank hin? Den hast du. Aber nicht im Inventar. Nee, hier hast du ihn hingepackt. Soll ich den oben drauf stellen? Stellen wir den bitte oben drauf, ja. So. Dann brauchen wir die Batterie, die ist hier. Die legen wir jetzt hier rein. Fehlt dir. Small Mercury Battery, voll. Wir haben unsere erste Batterie. Juhu. Jetzt fehlt uns nur noch ein Battery Puffer. Genau, und den werden wir beim nächsten Mal machen. Wir machen aber eine kurze Pause. Ja, bitte. Für euch sind jetzt 3 Folgen rum. Für uns eine Stunde und 8 Minuten. Ciao. Gut, jo. Ja, dann machen wir mal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.